So, YouTube. Wir sind zurück, Throne of Liberty. Und wir sollen ja herausfinden, was mit der Schwester von Mina, oder wie sie hieß, Adriana, passiert ist. Und dann sollen wir im Leuchtturm gucken, und das machen wir doch. Gucken wir mal nach, ob da irgendwelche Schergen auf uns warten. Dunkle Gestalten. Unfortunately, we're a bit late. Oh. That one must have taken Adriana away. You have a star fragment just like that girl. Oh. I won't be going home empty-handed after all. Nein. Help me, help me. Bam. You dare interfere with our plans? I'll kill you. Ich hoffe nicht. Okay, wir machen mal hier so. Okay, nur noch irgendwie. Hallo? Hallo? Also, dass er manchmal den Gegner nicht mehr anfokussiert, das nervt tierisch. Mitten im Kampf auf einmal kein Gegner mehr fokussiert. Das hatte WoW mal eine Zeit lang am Anfang. Das ist einfach ein No-Go, nicht? In der Hektik, man drückt was, auf einmal ist der Gegner nicht mehr anvisiert. Das darf halt nicht passieren. Okay, das Tagebuch. Da stehen bestimmt die Hinweise drin. Oder hier. Aliens. Forschungsstudien, okay. Komplizierter magischer Formeln. Oh. Okay. Ja, hier ist das nächste Buch, okay. I felt someone's presence in my sleep. I thought it was just Mina at first, but then I could tell from the heavy footsteps that the intruder was someone I didn't know. Okay. I quickly hid myself and watched the intruder pass by. The pattern engraved on their sword meant that they were part of the Archaeum Legion. Just why are the Archaeum looking for me again? I can't allow that tragedy to be repeated. It's probably time for me to leave. At the very Archaeum Legion attacked the house where Adriana had been hiding, seeking the power of a star fragment. Only after defeating them did you discover her research papers and a diary she had left behind. There, she had clearly recorded the difficult times she had been through. Okay, ein alter Stuhl, aber die Truhe. Jetzt bin ich gespannt. Auffällige Blumendekoration. Und kann nicht geöffnet werden. Okay, Buch. Auf dem Buch liegt kaum Staub. Es muss benutzt worden sein. Alles klar. Ein verziertes Buch mit Muster einer goldenen Blume. Das Blumenmuster verweist auf die Verschleißspuren auf. Okay, das Buch ist also der Schlüssel. Du kannst Untersuchungsobjekte drehen, indem du sie ziehst, um es zu manipulieren. Ja, nu? Berühre die goldene Blume auf dem Einband. Mach ich ja. Und nu? Ach so. Ach, ich muss erst das hier wegmachen, nicht? Okay. Und da ist der Schlüssel. Okay. Alle Hinweise gefunden. Das heißt, es gibt so Rätselobjekte. Das ist natürlich cool. Und auf die Kiste. Schmiede also eine Truhe. Sie ist voll von Adrianas Sachen. Ein beschriebenes Pergament.
She recognized my power immediately and knew that as long as I possessed it, I would be targeted by Arkium for the rest of my life. Okay. Das F hier kann man nicht drücken, man muss F drücken. The only way to truly be free from the Arkium was to leave as soon as possible and find some way to gain control over my power. You found a document which contained details about Janice Carter. Ah. Someone Adriana had met. Janice, recognizing the strength of the star fragment that Adriana had, advised her that the only way to be free from the Arkium was to leave as soon as possible and find a way to control her power. Okay, sieht so aus, als hätte sie viel Zeit auf dem Stuhl verbracht. Okay. Und das aktiviert irgendwas. Wahrscheinlich, weil wir die gleichen Sternkrankheit-Kind-Arm haben wie sie. Er sieht das, die wir immer im Traum sehen. Arkium forces captured Martinet, the younger of two twin sisters. By keeping her hostage, they forced the shaman Adriana, who wielded the power of a star fragment, to call forth the rains. As the ritual began, rain cascaded from the sky, accompanied by crashes of thunder. But the Arkium forces had altered the ritual. Their tampering caused a cursed rain to fall on Laslin. Wherever the rain fell, creatures transformed into violent monsters that attacked people and devastated the farmland. Adriana was shocked to witness what she had done. When the Arkium forces turned on the sisters, meaning to kill them now that they had served their purpose, the awe-inspiring power of the star fragment that lay dormant within Adriana flooded out, and their enemies were annihilated in an instant. Ouch. Ai. In the aftermath, Adriana was beset by unspeakable disfigurations, swallowed by guilt over her role in causing the cursed rain. Okay. Okay, Truhe sollen wir in Ruhe lassen. Kein Loot für uns. Fies. Geht's hier noch hoch? Oh. Leiter? Kommen wir nicht hoch. Schade. Hier auch nicht. Hm. Ich hätte gern von oben runter geguckt. Da kann man doch ganz sicher hochkommen. Aber sowas von. Die Dinger sind so angeordnet, dass man schwingen kann, nicht? Hm. Naja, vielleicht später. Ich muss sagen, für ein MMO sehr wenig Loot, nicht? Generell. Okay. Das ist in der Stadt. Da müssen wir zurück. Ich würde sagen, wir laufen aber. Jetzt gucken wir mal, was wir von der Karte schon erkundet haben. Hier unten quasi alles, nicht? Und abgeschlossen. Segenstein der Windküste. Hier waren wir nur noch nicht. Glaube ich. Verfluchte Narbe. Und hier ist irgendeine Höhle. Was wäre da drüben, nicht? Das Ding. Runter mit uns. Vielleicht können wir auf dem Schiff landen. Up and away. Zack. Das sind alles hier Menschen. Kein Buch. Kein Captain's Log. Kein nix. Hm. Schade. Eine reine Enttäuschung. Ist wahrscheinlich für eine Quest, dass man hier dann rein muss später.
Wenn zurück teleportieren könnten wir ja jederzeit. Von daher ist das nicht relevant, nicht wahr? Aber hier hin, die Höhle, da wollen wir noch hin. Und jetzt sind wir Otta. Und Habi hat wieder Wasser geschluckt, tja. Hier noch ein Buch versteckt? Das wäre ein gutes Versteck für irgendwas. Auch nichts hier, schade. Da drüben aber. Da ist eins. Wir haben es gespottet. Oh. Hups, Mummeradum. Okay. Ich bin der König der Welt. Und jetzt. Auf, Geisterschiff. Wir erkunden die Welt. Oder auch nicht. Oh, was ist das denn? Ein Mondstein. Ich kann einfach so Bergbau betreiben. Okay. Interessant. Das, da wurden wir auch noch nicht rangeführt an Berufe wie Kochen, Bergbau. Aber wenn wir schon mal hier sind. Die Stadt ist nur 1,2 Kilometer von hier entfernt. Ich glaube, die Karte wird später auch gar nicht so relevant sein. Wahrscheinlich werden Orte eher instanziert dann ablaufen. So wie der Leuchtturm eben. Was ist das denn? Segenstein. Hallo, Segenstein. Nicht besetzt, wahrscheinlich irgendein Gildenzeug. Gildenschlachten, Gildenanführer können Segensteine und zerwürfene Steine besetzen, die Gilden verschiedene Vorteile einbringen. Gildenflaggen, die zum Besetzen benötigt werden, kannst du beim Gildenwarenhändler kaufen. Will ich trotzdem eine nehmen? Ah, wir können auch schnell schwimmen. Nur tauchen können wir irgendwie nicht. Happy ist kein Fan vom Wasser. Küsten sind Gras. So, sehen wir hier. Ah, hier. Ach so, das ist das Ding. Ja, okay. Hier, da waren wir schon mal. So, und wo soll die Höhle sein? Da. Ach, das ist die Höhle, das Ding da. Ja, pff. Dann brauchen wir da auch nicht nochmal runter. Oh. Rätselhafte Notiz. Lass mich da hin. Barney Watsons Tagebuch. Sehr gut. Ich finde doch auch keiner, wenn er nicht hier durch Zufall landet, nicht wahr? Okay, es sind also überall Sachen versteckt. In der ganzen Welt. Überall. Wo bin ich denn hier? Was sind das für Viecher? Die sehen aus wie die Dinge aus Gothic. Kennt die jemand aus Gothic 2? Kennt die jemand noch? Terrorvögel. Hä, definitiv, die hießen doch auch in Gothic 2 Terrorvögel, oder? Oh oh. Glaubt ihr es? Welches Level hat der denn? 20. Okay. Gut, dass wir schnell reisen können. Wenn du ein Lagerfeuer regenerierst, du Gesundheit und Mana schneller als gewöhnlich. Okay, es gibt auch Lagerfeuer. Wir müssen nur gerade.
Oberster Terrorvogel. Was haben wir hier? Eier. Da mischen wir uns lieber noch nicht ein, nicht wahr? Und WB Hula. Hula-up. Goldroggenfelder. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas nicht entdeckt? Hier hinten? Welches Level haben die? 13. Oh oh. Zu viele. Das muss ja nicht sein. Aber bei denen gibt es auf jeden Fall auch noch eine Quest. Ich meine, wir sind erst Level 8, aber ich finde, man kriegt gar nicht mit, dass man wirklich levelt, nicht wahr? Das ist so ein bisschen... Mir ist es zu sehr auf die Story fokussiert und zu wenig auf Gegenstände und Loot. Aktuell noch. Also man findet in der Welt nicht wirklich Loot, außer für Quests, nicht? Oder mal so eine Kleinigkeit. Das ist so, wo ich sagen würde, na, ich bin nicht so ein Story-Fan. Ich mochte WoW nicht, dass man zweimal eine Aufgabe hatte, aber nicht wirklich so eine krasse Story. Klar hatte man eine Lore, die irgendwie sich leicht entwickelt hat und die zu Endgegnern geführt hat. Aber diese Cinematic brauchte ich eigentlich nie. Das kam ja auch erst später dann immer weiter rein. Finde ich sogar eher störend, gerade beim MMO. Ich bin ja auf jeden Fall bei Level 8, also bei WoW war ich schon Level 2, bei Level 2 so, boah, ich brauche einen besseren Bogen, um ein besseres Stat zu kriegen. Hier ist so, ja, Gegenstände scheinen nicht relevant zu sein, ich bin eh stark. So, ich nicht, in Level 13 habe ich mit Level 5 besiegt oder so. Das ist halt alles ein bisschen, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. So schön wie die Welt ist, nicht? So ein knochiger Baum, richtig geil, so problematisch ist sie an anderen Stellen. Oh, was ist hier los? Schafe. Hallo. Ach, guck mal. Der Hüterhund, jetzt muss er Schafe hüten. Vorhin haben wir noch gefüttert. Süß. Caselton. Der Castellon, nicht? Wahrscheinlich eher. Sonst wäre es mit C. Oh, ist hier noch was? Aua. Ah, man hängt hier fest. Hab mich schon gewundert, warum der da gerade hing, aber gefährlich. Wir haben uns vorhin schon mal festgebackt, nicht? Also, das ist nicht unmöglich. Aua. Okay, es gibt Fallschaden. Das haben wir auch geklärt. Und rein da. Ja, Mann. Du weißt doch, wer hier kommt. So. Du musst gekommen sein, um Martine zu sehen. Wo steckt sie? Nach dem Gespräch mit dir habe ich Martine von ihrer Schwester erzählt, sie ist los, eine neue Behandlungsmethode zu finden. Okay, ich habe mich schon gewundert, wie sie sich verändert hat. Sie bat mich, dir einen Brief zu geben, sollte ich dich jemals treffen. Okay. Er liegt drüben, lies ihn nur. Na gut, wir lesen. Sehr schön. So lobe ich mir das. Now that her hiding place has been exposed, Xeroth's men will find this clinic sooner or later, putting the villagers in great danger. So I also decided to leave before it's too late. I wish I could have created a true cure for you. I'm sorry. Ah. My calming potion won't be enough to fully control your mana. It's too powerful, but it'll keep it from raging out of control for the time being. I'll focus on developing a proper, long-term treatment. When we meet again, I'll be able to cure you completely. Until then, please take care of yourself and be safe out there. Hat eine halbe Bibel geschrieben. Xaroth and the Archeum Legion could be after you. Okay.
Irgendwie ist sie sind die viele Leute stumm, nicht? Also sie redet anscheinend gerade, aber irgendwie kommt das nicht an. Wir werden wieder vereint sein. Ich räume hier nur auf. Kümmere dich um dich selbst. Okay. Fertig. In the past, when Arkiam had taken Martinet hostage, Adriana. Is there someone out there? Can anyone help me? Can anyone help me? Wer will geholfen wissen? Hm? Meter. Hä? Oben drüber oder was? Wie kommen wir da hoch? Oh, man kann sogar auf Bäume klettern. Das ist schon... Ja, das ist ein Gott. Hier vielleicht. Nein, kein Haken. Hier ist der Haken für den Balkon. Meter. Davon da drüben kam ich ran. Aber es muss unter uns sein. Jetzt verschwindet's. Wenn ich hier bin. Hä? Also hier ist es nicht. Sprich mit dem jungen Mädchen, das Hilfe braucht. Ach da, jetzt wird sie angezeigt. Hä? Was bedrückt dich? Natürlich. Wieder unfähig. Was ist los? Back in my younger days, I almost ended up getting killed by Iskael. The only reason I'm alive to speak to you about this today is that Henry, the Lord's son, came to rescue me and the other children. He heroically sacrificed his own life to defeat Iskael. Whenever I get the chance, I try to visit Henry's grave in Castleton Abbey to leave some offerings. Mm-hmm. Last time, I made some gloves for him using the hide of a rabbit that I caught. The anniversary of Henry's death is coming soon, so I'd like to prepare a special gift for his grave. Okay. I saw a beautifully crafted keepsake at an old hunter's house once. He said he got it from participating in the wolf hunting contest that is held in Henry's memory. Okay. I wish I could get one of those keepsakes and bring it to Henry's grave, but I'm still too young to participate in the contest. Das schaffen wir doch, oder? You don't mind? You'll really get one of those keepsakes for me? If that's the case, then I... No, never mind. Davon muss es mehr geben. Actually, it would be nice if I could have two of these keepsakes. Do you think it'd be possible to get two? Okay. Thank you so much, Adventurer. The contest is hosted at the Lord's residence in Castleton. Go there and ask how you can participate. Natürlich. Come over here for a second. Okay, das war schon das erste Kapitel. Das heißt, wir sind jetzt im zweiten Kapitel. Oh, brother. Why is your bag so heavy? That's great. You look more composed than last time, so I guess it went well. Das ist echt cool. I have something to tell you. Do you know how to transfer upgrade levels? Nee. I thought as much. If you want to prepare yourself properly against all sorts of Arkiam spies, you need to know what transferring entails. Okay, das heißt, das kommt jetzt erst. Aha. Bisschen spät, finde ich. Brother. Let me tell you something I learned from one of my other customers. When you get a shiny new high-grade weapon, you can transfer power from a rusty old weapon to strengthen it. Okay. Schöne Zähne. When you perform a transfer,
The older equipment's upgrade level is completely moved to the new equipment. It's much more efficient than upgrading new gear from scratch. So, brother, remember to upgrade every piece of equipment as much as you can. Got that, brother? Transferring power means you never have to throw away a piece of equipment. So feel free to upgrade everything as much as you'd like. Okay, das erklärt, warum wir kein Loot bisher bekommen haben. Weil man alles nur aufwerten muss. Okay. So, und wenn wir schon hier sind, dann können wir auch die Sachen mal alle weglegen, oder? Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Tränken und Co. nicht... benutze ich eh selten. Das Holz, den Stahl, die Rüstung... Ich weiß halt auch nicht, ob ich mit den Sachen was machen kann. Schnelllagern. Schnelllagern von Gegenständen basierend auf den Einstellungen für Schnelllagern. Okay. Gewöhnliche. Okay, also eigentlich können wir nichts schnell lagern gerade. Ja, ich glaube, wir haben einiges noch offen, was wir hier jetzt machen müssen, nicht? Puh. Okay, also der Kampfpass. Da haben wir wieder irgendwas. Wir erhalten erstmal die Punkte für die Sachen und dann können wir nichts machen. Okay, keine Ahnung, was ich hier... Wie viel? Stufe 2. Kostenloser Pass ist das. Und als nächstes kriegen wir Pergament. Wow. Okay, Lithografiebuch. Da fehlt uns so ein bisschen was. Das heißt, für die Sachen müssten wir noch ein paar Gegner weghauen, nicht wahr? Bis wir zum Beispiel die hier kriegen. Vom Goblin-Viehdieb, okay. Von der Wespe. Hier, das könnten wir zum Beispiel kriegen von der Wespe. Und dann kriegen wir das fest verknotet Ding. Und das muss ich das 100 Mal abgeben? Oder kann ich? 0 von 100? Oder kann ich hier 100 Favoriten machen? Okay, hier. Was ist das hier? Das gibt's wo? Steht noch nicht mal dran, wo es das gibt. Warum steht denn das hier dran? Jetzt steht's auch nicht mehr dran. Hä? Wie habe ich denn das... Ach so, da! Ich muss das anklicken und dann da rechts... Okay. Auktionshaus gibt's das nur. Okay. Also das muss man selber herstellen. Das gibt's von Nistgründe, Level 22. Okay. Den Kodex können wir noch durchgucken. Was ist Kodex? Ach so, das sind die Aufgaben, nicht? Und da können wir uns jetzt noch eine Sache nehmen am Ende. So, die finale Belohnung. Okay, es gibt doch bessere Waffen. Aber warum gibt es denn bessere Waffen, die ich denn upgraden kann? Okay, einen besseren Bogen. Wir könnten auf Langbogen des Scharfschützen gehen. Mannerstahlschwert, nee. Die Dolche nicht, die Armbrust nicht. Oder den Stab. Der Bogen würde mehr Grundschaden geben. Okay, die Sachen machen grundsätzlich gleich viel Schaden aktuell. Das Ding würde aber dann 30 bis 54 machen. Das wäre eigentlich besser. Dann fordern wir den Stab ein. Und damit das Kapitel 2 eröffnet. Okay, Kapitel 2 ist wieder ein bisschen größer als Kapitel 1. Das heißt wahrscheinlich werden die Kapitel immer mehr. Das ist natürlich schon mal gut. Oh. Und ich würde sagen, wie wir... Was war das denn? War das gerade eine Bannwelle? Oder hat sich eine Gilde wegteleportiert? Das war ja krass. Ja, ich würde sagen, was auch immer das war, in der nächsten Folge gucken wir uns an, wie wir die Waffen aufwerten. Bis gleich.